unglaublich. Was ist das bitte für eine Itachi-Statue? Mir fehlen die Worte. Das ist heftiger Scheiß. Ich wollte schon seit Ewigkeiten 1/4 Scale Itachi haben. Boah, ich weiß gar nicht schon, wie lange ich einen 1/4 Itachi haben möchte. Das hat sich jetzt schon über Jahre gezogen. Ich wollte unbedingt auf den perfekten Itachi warten. Da kamen zig Itachis mit Susanoo und allem möglichen raus. Hier bling bling, da Effekte, dies, das. Aber ich wollte keine 1/8 Scale. Ich wollte auch keine 1/6 Scale. Ich wollte einen 1/4 Itachi. Und ich habe gewartet, bis ein perfekter 1/4 Itachi rauskommt. Und hier haben wir ihn. Das Warten hat sich gelohnt. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Der ist auf jeden Fall perfekt für mich. Genauso wie ich mir einen 1/4 Itachi vorgestellt habe. Das ist meiner Meinung nach der beste Itachi, den es auf dem Markt gibt. Wie gesagt, es gibt viele Itachis. Da ist hier ein Susanoo, da bling bling, da eine miese Kulisse. Aber ich bin mega Fan von diesem Charakter. Dieser Charakter ist meine Nummer 1 bei Naruto. Und dementsprechend wollte ich eine Statue, wo der Charakter im Fokus steht und nicht irgendwelche Effekte oder so. Und diese Statue ist perfekt gelungen. Dafür, dass es eine Solo-Pose, 1/4 Scale-Statue ist, ist sie mega dynamisch. Man sieht hier die Raben, die hier überall rumfliegen. Die Kunais, die hier durch den Anzug durchfliegen und irgendwie zu Raben werden. Also auf jeden Fall mega dynamisches Design. Mega nice gelungen, der Detailgrad ist heftig, viele austauschbare Elemente, der Kopf kann ausgetauscht werden. Wir können ihn mit Strohhut, ohne Strohhut. Ich fand das Design mit dem Strohhut mega nice, deswegen habe ich ihn auch so gelassen. Aber ich werde euch auch mal die Alternativen jetzt gleich einblenden im Video. Ich habe das alles ein bisschen übersprungen, das Unboxing, weil da waren heftig viele Kleinteile. Das habe ich ein bisschen abgefuckt. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber am Ende des Tages sieht das alles hier mega nice aus, super gelungen und ich bin mega zufrieden. Also der bekommt auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Wir haben natürlich auch wieder ein passendes Zertifikat bekommen. Oh fuck, jetzt habe ich das erst gesehen. Das hätte mir auf jeden Fall mega geholfen. Hier haben wir auf jeden Fall nummeriert alle Teile, wo die hinkommen. Das habe ich jetzt erst gesehen. Ich habe mir das selber irgendwie alles zusammengestellt. Deshalb hat es auch so lange gedauert. Wir haben insgesamt 32 Kleinteile. Das erklärt auch, warum das so kompliziert hier alles war. Aber beim nächsten Mal schauen wir mal besser rein. Dann ist das auch alles ein bisschen einfacher. Und hier haben wir das wundervolle Zertifikat. Ich halte das mal ein bisschen nach vorne. Wir haben die Nummer 509 von genau 600 Exemplare von Iron Kid Studio, ist ein Lizenzstudio, also mega heftig, mega limitierte 1/4 Scale Lizenz Naruto Statue. Itachi ist ja sowieso von vielen Favorite Charakter, deswegen war da auch so schnell sold out. Ich habe den damals schon woanders bestellt. Und eigentlich hatte ich den auch safe, dann habe ich aber eine Nachricht bekommen, ich kriege den nicht mehr, dies, das. Dann habe ich schon gesehen, der war überall sold out, schon beim Pre-Order, weil waren alle verfügbaren Itachis weg. Ich habe den nirgendwo mehr gefunden. Dann hat mir ein guter Kollege auf Instagram geschrieben, er könnte mir noch einen fit machen, weil er auch selber wusste, was für ein großer Itachi-Fan ich bin und wie gerne ich diese Statue haben möchte. Hat er mir gesagt, er kriegt noch eine. Direkt vom Werk und das Geile war noch, die war dann im Resale, war die für doppelten Preis drin. Was hat die gekostet? Ich dachte, ich meine um die 1000 Euro war die normalerweise und danach haben die teilweise für 2000 und mehr verkauft und so. Das habe ich auf jeden Fall nicht eingesehen, weil eigentlich hatte ich die schon safe im Pre-Order. Da habe ich mir gedacht, ich zahle jetzt nicht das Doppelte für die, wen wollt ihr verarschen? Und der Kollege war aber mega korrekt, der hat mir die dann zu seinem Einkaufspreis sogar gegeben. Lass mich nicht lügen, ich glaube, ich habe jetzt am Ende 700-800 Euro für die bezahlt. Ist auf jeden Fall auch Geld, aber für eine 1/4 Scale Stator, lizenziert, Itachi, war es mir das einfach wert. Also ich bin mega zufrieden und hier habe ich gesehen, ich muss mal gucken, wie man die Schrauben hier zusammensteckt. Da sind auf jeden Fall so Schrauben drin, dann kann man das Zertifikat, denke ich mal, hinstellen. Und dann haben die hier auch noch so Platten mitgeliefert, da kommt das rein.
Gucken wir mal, wie das aussieht. An dieser Stelle würde ich mal sagen, war es das mit dem Unboxing. Ich bin mega happy mit der Statue. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich noch mehr happy macht mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Was ist euer Favorite Naruto Character und wen würdet ihr euch im 1-4er Scale oder sogar in Life Size zulegen? So Life Size Itachi wäre auch schon heftig, ne? Aber bis jetzt gibt es nur eine Büste zum Vorbestellen von Itachi. Die sieht zwar auch mega nice aus, aber Life Size wäre schon ein anderes Level. Und da kommt auch noch eine Life-Size Madara-Büste. Ich bin die ganze Zeit mit beiden am Liebäugeln. Ich weiß nicht, ob ich mir eine von denen zulegen soll. Oder vielleicht warten und irgendwann mal einen kompletten Life-Size. Aber fürs Erste bin ich schon mal mega mit dieser 1-4er Scale-Statue zufrieden. Und ich suche mir jetzt ein cooles Plätzchen, wo ich die hinstellen möchte. Da kommen jetzt auch noch ein paar 1-4er Scale Kisame-Statuen. Was auch bestimmt mega aussehen würde, wenn ich so ein 1-4er Scale Kisame irgendwie hier links oder rechts oder neben oder da drüber. Das wäre auch heftig, glaube ich. Das wird richtig Bombe aussehen. Aber ich bin jetzt gerade am überlegen, welchen Kisame ich mir vorbestellen soll. Da sind jetzt ein paar 1-4er Scale. Ich kann die ja mal hier einblenden. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir da auch weiterhelfen, welchen ihr nice findet. Ich bin schon da mit meinem Kollegen Pierre aus Österreich am Quatschen. Einen von denen will ich eigentlich safe haben. Oder meint ihr, soll ich noch ein bisschen warten, bis noch was Heftigeres kommt? Oder soll ich mir jetzt schon mal einen von denen catchen und dann in kürzester Zeit den für euch dann präsentieren mit dem Itachi zusammen. Also, ich verabschiede mich, folgt mir auch auf Instagram. Es werden wieder sehr schöne Fotos folgen mit dieser schönen Statue. Und ich bin dann mal weg. Macht kein Auge wie Itachi und wir sehen uns. Peace, mein Lieber.